Tama Chandari, wenn du erklären müsstest, wie der Pitch gelautet hat für deinen Film Easy Love, was würdest du sagen? Wie hast du den verkauft? Ich habe gesagt, ich will einen Film machen, wo ich Protagonisten finde, die ich pushen werde, ein mutigeres Ich zu spielen. Und wo ich denen die Möglichkeit gebe, was ausprobieren, was sie im echten Leben vielleicht nicht so ausprobieren können. Und den Film auch als Schutzraum haben. Und das habe ich so immer verkauft. Es ist ja nicht anders dann geworden beim Machen, aber es war lange unser Slogan und unsere Herangehensweise auch herantreten an unsere Protagonisten zu sagen, ey, wollt ihr nicht euch in eine andere Version ein bisschen spielen, in eine mutigere, was ausprobieren und nehmt unseren Film als Spielwiese und seid dabei und gestaltet den mit. Du hast aber immer gesagt, dass es um Liebe und Sex geht. Direkt immer von Anfang an. Wir hatten am Anfang auch geplant, dass es würde viel mehr um Sex gehen, hat sich aber dann herausgestellt, dass es uns nicht interessiert und dass die zwischenmenschlichen Sachen irgendwie interessanter sind und die Abgründe. Und ja, und dann hat sich das so, haben wir es noch beibehalten mit dem Sex. Aber ja, es hat sich dann ein bisschen geändert und wir haben es am Anfang mal direkt gesagt. Es geht um Liebe, Sex. Wir hatten noch ein Konzept, wo wir fiktive Figuren hatten, die wir so geplottet hatten, so ein bisschen. Und Die zum Beispiel was gemacht hätten, also auch offene Beziehungen. Oder Schwierigkeiten beim zuerst mal zusammenziehen. Oder wir hätten auch gerne ein Pärchen mit Kindern gehabt, wie das dann so ist, wenn man dann auf einmal keine Zeit mehr füreinander hat und jeder sich vernachlässigt fühlt. Und solche Geschichten hatten wir in dem Konzept drin. Und dann haben wir erst auch behauptet, wir hätten die schon, damit wir das Geld kriegen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, als es dann so weit war, dass wir gesagt haben, boah, wir können den Film machen. Die sind so mutig, uns zu unterstützen. Dass wir uns dann gedacht haben, okay, jetzt gehen wir richtig suchen. Und dann haben wir überall gefragt, Castingaufrufe gemacht, Flyer verteilt. Und ja, und dann ist daraus dann das entstanden, was wir hatten. Es war nämlich gar nicht leicht, Menschen zu finden, die bei diesem Filmprojekt mitmachen. würdest du sagen, es sind jetzt eher untypische Figuren, die in deinem Film dargestellt sind, oder sind es typische Figuren mit mehr Mut als die anderen? Es ist eine Mischung, ne? Es sind natürlich besondere Menschen, die sich auf sowas einlassen. Auf der anderen Seite sind es Figuren, die ich immer wieder auch in anderen Facetten sehe in der Stadt. Ne? Oder vielleicht sogar auch nicht mal nur in der Stadt, aber in der Stadt besonders und auch in dieser Generation besonders. Und ich finde, ja, mit so Variablen gibt es die eigentlich immer wieder. Auch wenn jetzt nicht so wie die jetzt, aber es sind schon so typische städtische Figuren. Deswegen haben wir auch versucht, bestimmte Merkmale aus der Stadt rauszunehmen. Wir haben zum Beispiel nie den Dom gefilmt oder die Brücke oder irgend so ganz Also markant. Köln ist nicht drin. Köln ist drin, jeder Kölner erkennt das, denke ich. Aber es sollte für andere Menschen so ein Gefühl geben, es könnte auch eine andere Stadt sein. Ne? So Duisburg, Dortmund oder echt irgendwo in England oder was ich wo, weil wir uns, also ich mir sicher bin, dass dieses Phänomen oder dieses Hadern mit der Freiheit, mit sich selber, dass das halt so ein bisschen universell ist. Auf jeden Fall war das unsere Hoffnung und auch unser Ansatz. Was fandest du am schwierigsten beim Machen dieses Films? Das Schwierigste war für mich, den Protagonisten gerecht zu werden und die auch gerecht zu behandeln und sich die Zeit zu nehmen, mit denen zu kommunizieren, zu wissen, was bei denen vorgeht, wie es denen geht und das dann im Einklang mit dem zu bringen, was wir mit dem Film organisieren müssen und was wir so vorhatten. Das war ein ganz schöner Balanceakt. Das war nicht einfach und zwischendurch habe ich gedacht, so, pff, vier Stränge, acht verschiedene Persönlichkeiten, das wächst mir über den Kopf. Um das dann auch noch parallel drehen, mal hier, mal da und das alles im Überblick zu haben, das war für mich zwischendurch, habe ich gedacht, so, schaff ich das überhaupt, ne? Und auch die Protagonisten bei Laune zu halten, ne? Also, dass die mitmachen, das sind ja keine, also die haben zwar Geld gekriegt, wie Schauspieler auch, aber es sind ja, die müssen ja ihr Leben präsentieren und ja ihr Wesen halt offenbaren, soweit es geht. Und das immer mitzumachen, auch wenn es brenzlig ist und unangenehm wird. Und das war eine Herausforderung. Wie hat das funktioniert? Haben die gesagt, bei uns ist jetzt dieses Wochenende, was weiß ich, haben wir einen flotten Dreier oder passiert das und das? Oder hast du gesagt, am Samstag werden wir drehen, was können wir dort machen? Oder hast du sogar gesagt, am Samstag hätte ich gern den flotten Dreier? Oder? Es ist eine Mischung. Also
Wir haben uns einmal die Woche, habe ich mit allen immer getroffen, für 2 Stunden ungefähr, und habe mich mit denen unterhalten und Zeit verbracht, Kaffee getrunken und dann zu gucken, was ist bei denen los. Und denen dann auch erklärt, was wir gerne machen würden. Und dann hat sich dann immer wieder in den Gesprächen herausgestellt, wo die gerade dran sind. Und wenn die mir dann erzählt hatten, sie hatten einen Dreier, erst habe ich gedacht, ah, die hätten mich doch anrufen können, aber das halt, so funktioniert das nicht. Und dann haben wir halt darüber geredet, können wir das einfach nochmal nachstellen, ne? Können wir dieses Mädchen nochmal fragen, würde die das nochmal mitmachen? Und dann haben wir das neu, also wieder inszeniert. Und das ist dann dieses Mädchen, das dabei gewesen Das ist war. das echte Mädchen, was. Nee, die hatten keinen Dreier, das war das echte Mädchen, mit dem er fremdgegangen ist. Und nicht fremdgegangen ist, aber mit dem er was hatte, sexuell, und mit der im Bett war, und worüber es im Echt auch Streit gab. Und dann haben wir gesagt, okay, sie hatten so eine Dreierfantasie, und sie hat immer gesagt, sie würde das gerne machen. Und sie hatten das auch schon mal irgendwie ein Jahr vorher mal mit irgendeinem anderen Mädchen gehabt. Und dann haben wir gedacht, und sie, das war ein Vorschlag von denen, das könnten wir drehen, also würden wir ausprobieren. Wie hast du das sonst angestellt, dass du die Leute irgendwo hingekriegt hast? Weil ich meine, es ist ja, wenn man nicht den total rein beobachtenden Dokumentarfilm macht, dann ist es so eine komische Mischung zwischen Regie, Manipulation, Verführung. Es ist auch so da, es ist von allem ein bisschen. Es kommt viel von denen und auch geht auch nur mit im Einklang mit ihnen. Und manchmal habe ich dir aber auch gesagt, ey, den Film wäre super cool. Also wenn wir das machen würden, würde was passieren und wir hätten so ein bisschen Dramaturgie. Weil in dem Film ist ja auch ein bisschen die Schwierigkeit, wie weit schwimmt der, wie weit kann man auch eine Geschichte spüren. Und es sind Kurzgeschichten quasi. Und Kurzgeschichten, also ich finde Kurzfilme auch immer etwas schwierig, um die gut zu machen. Und da braucht man so ein bisschen was. Das habe ich denen dann erklärt und dann haben die auch mitgedacht. Und haben dann auch immer Vorschläge gebracht und haben gesagt, oh, wir könnten vielleicht das oder jenes machen. Und manchmal habe ich auch dafür gekämpft, habe ich mich mit langem, die 2 Stunden lang dafür genutzt, um zu sagen, wie wichtig wir finden, nochmal ein Freier zu drehen oder die Therapie zu machen. Oder also. Also die Therapie ist real oder das war eure Idee, dass ihr Therapie macht? Das War. ist, die Darstellerin heißt Sophia. Sophia, genau. Sophia, und du musst das mir schnell erklären. Also Sophia ist so eine Art Sexworkerin, Ja. also es ist nicht traditionelles Sexworking. Es gibt eine neue echte App, die haben wir nicht erfunden, die gibt es und die nutzt sie. Das ist die Olala-App. Da können sich Frauen ohne Zuhälter einfach anmelden und es muss auch kein Sex sein. Man kann dann einfach sagen, ich bin bereit. Oder jemand fragt, ein Mann fragt, ich hätte 2 Stunden gerne Begleitung zum Essen, zum Spaß haben oder auch für Olala. Und dann kann man das anklicken und dann können Mädchen darauf reagieren und sagen, okay, der bietet mir 350 Euro für. Und der sieht irgendwie noch halbwegs okay aus. Genau, und halt nett, okay aus, nett aus und der will für 350 Euro Abendessen und vielleicht Olala. Und dann können sich die Mädchen sich da bewerben und der sucht sich dann eins von den Mädchen aus. Und wie habt ihr das gemacht, dass ihr dann auch, also sind das echte Freier? Jein. Also, das sind nicht die echten Freier, die sie getroffen hatten. Da hätten wir auch einen haben können, aber den wollte sie dann nicht mehr treffen. Wir haben es aber so echt wie möglich nachgestellt. Das heißt, wir haben Männer gesucht, die sowas in echt machen oder also sagen, ja, würde ich machen oder habe ich schon mal gemacht. Nicht so, aber vielleicht in einer anderen Art und Weise. Und dann haben wir Fotos von denen genommen, haben ihr die gezeigt, so wie sie das auch im Netz sehen würde und haben gesagt, ja, so vom Blick würdest du würde der passen, ne? Und dann haben wir sie noch auch mal chatten lassen, ein, zweimal. Und wenn sie dann gesagt hat, ja, okay, mit dem habe ich nett geschrieben, das Foto sieht nett aus, dann haben wir gesagt, okay, dann drehen wir mit dem die Szene. Und die Therapie, die Psychotherapie, die sie macht, die war echt oder nicht? Die war nicht echt. Das war meine Therapeutin, die ich super gut finde. Und als ich dann rausstellte, dass sie eigentlich schon ein Problem hat mit diesem Job, am Anfang hieß es so, ja, ich mache das gerne und das ist wie im Film halt auch, wie sie gesagt hat, das ist Feminist, mein Feminismus und ist mein Körper und meine Sexualität. Haben wir gedacht, okay, aber es wäre interessant, weil wir dann auch gute Gespräche hätten, wo du dich gut mit ihr austauschen kannst. Und dann haben wir halt die Therapie wie echt nachgestellt. Wir hatten halt dann, also 8 Stunden Therapie haben wir einfach durchgeknallt und alles gefilmt. Dann gibt es noch eine Szene, wie hast du das hingekriegt, wo die
diese Protagonistin mit der eigenen Mutter darüber streitet und sagt, ich mache das lieber als im Supermarkt von irgendeinem Idioten fremdbestimmen zu lassen, mache ich lieber Sexwork mit Olala. Ja. Wie hast du das hingekriegt, dass du das drehen konntest? Das hatte ich am Anfang, also die Mutter wusste in Wirklichkeit auch Bescheid und die Mutter war auch ein Befürworter des Films, die hat uns viel geholfen und die beiden hatten diese Streitgespräche und wir haben dann immer gesagt, pass auf, sprecht mal eine Weile nicht darüber, ne? Wir wollen das irgendwann drehen und dann habe ich das immer weiter nach hinten verlagert, habe denen auch nie gesagt, wann, weil ich wollte, dass sich das so ein bisschen aufbaut. Und auch über den Film und auch wenn wir erstmal wieder so ein paar Olala-Sachen gedreht haben und es so ein bisschen kribbelte und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt. Relativ am Ende der Drehzeit haben wir dieses Gespräch gedreht. Also wir haben auch versucht, chronologisch zu drehen, wie es in echt auch ist. Das war, ist ja auch im echt im Film relativ am Ende gelandet. Ja, und so haben wir das gemacht und ich glaube, die hatten dann beide schon so innerlich schon immer die Dialoge, ich habe denen keine Dialoge vorgegeben, aber so ihre Haltung haben sie schon innerlich die Wochen mit sich getragen und wussten, dass dieser Clash kommt. Und ja, ich finde, das hat ganz gut funktioniert so. Das ist auf jeden Fall eine schöne Szene. Da habe ich mir gedacht, so dafür mache ich, so, wegen solchen Szenen, auch wegen der Therapie, habe ich echt direkt Gänsehaut gekriegt beim Zuschauen schon, als wir das gefilmt haben, habe ich gedacht so, boah, cool. Dafür lohnt sich so einen Film zu machen, weil da finde ich, da kriegt man was, was man sonst, also ich nicht kriegen könnte, was ich nicht schreiben könnte. Oder wenn ich es geschrieben hätte, mir immer denken würde, das ist alles in meinem Kopf. So habe ich sowas Echtes und trotzdem ist es irgendwie filmisch und nicht nur dokumentarisch. Hast du das für dich mal so ein bisschen klar rausgestellt, wie das Verhältnis zwischen Spielfilm, Fiktion, Dramaturgie, Dokumentarfilm ist? Oder machst du da einfach intuitiv? Ich mache viel intuitiv, aber ich habe auch viel darüber nachgedacht, weil ich auch das weiterverfolgen will und mich dann frage, warum? Warum nicht Spielfilm? Warum nicht Doku? Ne? Und für mich ist irgendwie, ich wollte was Neues schaffen und ich wollte auch irgendwie was, eine eigene Art von, oder eine eigene Art von Wahrheit kreieren. Weil für mich ist Wahrheit nicht unbedingt nur Dokumentarfilm, auch gefakte oder manipulierte Sachen oder inszenierte Sachen können Wahrheit entpuppen oder zum Vorschein bringen, ne? Über die Lüge, über irgendwas, das kann durch den kreativen Prozess kann eine Wahrheit entstehen. Und ich wollte beides nutzen. Auf der einen Seite wollte ich benutzen den beobachtenden Blick des Dokumentarfilms, der einfach irgendwie das Setting und die Authentizität einfängt und sagt hier, ich beobachte meine Figuren, auch wenn ich nah bin, sehr. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ich möchte auch inszenieren, indem ich es schaffe, das Innenleben der Figuren visualisieren, also visuell erzählen zu können. Und zu sagen, hey, das ist ihr Blick. Das ist zwar mein als Filmemacher die Haltung, die ich dann da sage, weil ich entscheide, ne, quasi, wo die Kamera hinkommt, aber so, was ich so gespürt habe, wenn ich mit denen zusammenlebe und dann, oder zusammenlebe, habe ich schon gesagt, zusammen drehe, dass ich sage, okay, ich zeige jetzt mal, was ich glaube, was die Figur sieht. Und dann habe ich gedacht, wieso nicht von beiden das Beste nutzen. Du hast mit denen sehr viel Zeit mit der Kamera verbracht, das habe ich gelesen. Also kannst du das ein bisschen erzählen, wie das funktioniert hat? Wie meinst du? Dass du mit deinem Kameramann ganze Tage mit denen. Ja, jeden Tag. Ich finde den ganz wundervoll, diesen Kameramann. Der ist sehr einfühlsam, sehr intuitiv, denkt mit und macht immer im richtigen Moment die richtigen Sachen. Da war ich sehr glücklich und ich konnte ihm einfach zu 100% vertrauen. Und das war eine schöne Arbeit. Ich konnte mich dann ganz auf die Figuren und die Protagonisten konzentrieren und mit ihm dann absprechen, klar, was wir machen können und gucken auch, dass es ein schönes Bild gibt. Und dann zu sagen, ja. Und dann habe ich ihn seine Arbeit machen lassen und ich habe dann einfach die Energie gehabt, mich ganz auf die Menschen zu konzentrieren. Aber wie muss man sich jetzt so einen Tag vorstellen? Also ihr hockt irgendwo in der Ecke und die Leute machen ihre Sachen oder ihr seid da und seid mit denen in Interaktion und irgendwann stellt ihr die Kamera an? Meistens sind wir haben ein ganz kleines Team, wir haben auch eine tolle Tonfrau und eine tolle Regieassistentin. Sie war zu dritt oder sie war zu viert? Fit zu fit, ne? Ton, Kamera, Regieassistenz und ich.
und den Fahrer, der dann manchmal so ein bisschen Lichtboy benutzt, also der irgendwo ein Panel oder einen Reflektor gehalten hat. Wir hatten eigentlich sonst kein Licht, mal einen Reflektor, mal so ein LED-Panel. Und haben versucht, das Team klein zu halten, was sehr wichtig ist bei so einer Art von Film, weil die Figuren müssen sich wohlfühlen, die müssen eine Intimität zulassen können und das auch leben können. Und dafür ist ein kleines Team gut. Und das Team ist auch deswegen so ausgewählt worden, dass es alles sehr sympathische, sehr empathische, freundliche Menschen sind, wo ich mir gedacht habe, da freut sich jeder, die wiederzusehen. Das ist einfach so, weil das ist einfach wichtig, ne? Weil wenn die Chemie muss einfach stimmen. Und das hat super gut funktioniert. Und wir sind im Bus dann irgendwo, wir hatten dann schon einen Plan, was wir machen wollten. Das haben wir uns einmal die Woche getroffen, haben wir alles abgesprochen mit den Protagonisten und dann sind wir dahin, aber wir wussten nie, was passiert in Wirklichkeit. Und wenn wir dann bin ich erstmal zu den Protagonisten hin, habe mit denen gesprochen, wie es denen heute denn geht. Manchmal haben sie gesagt, nee, wir machen das auf gar keinen Fall, was wir abgemacht haben. Geht nicht. Wir haben uns die ganze Nacht gestritten. Oder ich bin fix und fertig, ich will jetzt nicht, ich fühle mich scheiße, ich will jetzt nicht das spielen. Und dann musste ich mal rauskriegen, was möglich ist und wie weit ich dann doch der strenge Vater bin und sagt, nee, wir machen das jetzt aber. Oder zu sagen, ja, okay, dann machen wir was ganz anderes. Das war auch immer eine Option. Und dann haben wir uns besprochen. Ich habe jede, auf deine Frage zurückzukommen, ich hab jede Probe quasi sofort mitgedreht. Es gab für mich eigentlich keine Proben. Es wurde dann direkt los und dann haben wir es verfeinert. Wir hatten auch ein kleines Manifest geschrieben, dass wir uns die ersten Tage immer wieder mal gegenseitig vorgelesen haben. Das besagt im Kern was? Ja, Authentizität ist das oberste Ziel, dass wir frei sind, dass wir Probleme auf verschiedene Orte auch aufteilen können. Wir drehen das gerne, einen Streit hier, gehen aber auch gerne raus und drehen den dann nochmal. Oder die verlagern den einen Teil da, den nächsten Teil da und solche Dinge. Und dass wir Bewegung, Natur auch alles gern einfangen und nutzen wollen. Und dass wir flexibel sind und ja, solche einfachen Dinge, die uns motivieren und mutig machen. Ne? Wir mussten einfach immer mutig sein und nicht verzweifeln. Und das war auch, glaube ich, wichtig. Auch immer diese innere Haltung zu haben oder das innere Bewusstsein, das wird schon was werden. Weil oft hängt man da und denkt man, oh Gott, was ist das hier eigentlich? Ist das eine Szene? Wird das jemals eine Szene? Ist das interessant? Aber nein, zu sagen, nee, lass sie mal machen, das wird schon. Irgendwann kommt das Echte oder die Lüge zum Vorschein oder irgendwas und hat dann auch funktioniert. Und da war ich auch meinem Kameramann sehr dankbar. Der hat mir immer das Gefühl gegeben, ja, das wird schon was. Auch wenn ich innerlich verzweifelt bin und gedacht habe, oh Gott, hier passiert gerade gar nichts. Und habe ich zu ihm geguckt und er, wie eine Maschine, hat einfach alles gefilmt, auch wenn das eine halbe Stunde gedauert hat. Und hat mir immer das Gefühl gegeben, ja, mach weiter, die machen das gleich. Irgendwas, wir kriegen schon was. Wie hat das mit dem Sex funktioniert? Ich meine, man kennt so von den Pornos her, gab es jetzt sehr viele Dokumentarfilme, über wie Pornos hergestellt werden. Und man sieht, dass so eine eigentlich relativ nüchterne, geschäftige Atmosphäre. Wie war das bei euch? Wie muss man sich das vorstellen? Kamerafrau hält Mikrofon übers Pärchen oder? Nee, wir hatten vorher schon so versteckt so Mikros eingebaut, weil wir wussten, in dieser Ecke gibt es den Sex, wir wollten die nicht so stören. Wir haben denen nie gesagt, wie die Sex haben, sondern wollten einfach auch überraschen lassen, was sie uns präsentieren und wie sie das zeigen. Und wir haben den Sex auch immer, ähnlich wie mit diesem Streitgespräch, haben wir immer gesagt, das drehen wir, haben es aber auch ganz weit nach hinten gedreht, hinten verlagert, weil es hat so was aufgebaut. Und die hatten alle waren nervös wegen dieser Sexszene, aber dadurch haben sie vergessen, dass sie bei den anderen Intimszenen ja auch hätten nervös werden können über Streit. Und dann war das irgendwie nicht mehr so schlimm, weil immer die ominöse Sexszene da über denen schwebte. Und dann waren sie viel freier eigentlich bei den zwischenmenschlichen intimen Sachen. Die waren dann nicht so wild für die. Das war eigentlich glücklicher Zufall oder gut gemacht, so dass wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und Sexszenen selber waren eigentlich langweilig dann zu drehen. Und dann haben wir einfach versucht, das irgendwie schön, aber nicht aufdringlich, sexy, aber nicht irgendwie herausstellend zu machen, sondern irgendwie nüchtern
so, dass man einfach zwischenmenschliche Sachen oder Energien da spüren kann, wie die halt Sex haben. Damit man die vielleicht über den Sex auch ein bisschen besser verstehen kann, weil das ist ja auch eine Sprache oder ein zwischenmenschliches Miteinander. Ich habe mich beim Schauen manchmal gefragt, was das sonst für Leute sind, und da fährt man ja hier eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Warum hast du denen nicht noch ein paar Züge mehr verpasst? Ja, also Job meinst du, ne? Ja, Job, studieren, ja. Politik. Ja, das hat sich, glaube ich, so rauskristallisiert. Das war nicht, wir hatten ein paar Sachen gedacht, dass wir das machen. Bei Sören haben wir gedacht, wir begleiten ihn auch zum Arbeitsamt, weil er halt keinen Job hat. Und dann haben wir aber gemerkt, das macht vielleicht was zu sehr auf, was wir nicht wollen. Und auch so die Intensität über diesen Struggle, den die haben, da jetzt ein Sozialdrama, dass sie pleite ist oder so, das hat irgendwie nicht gepasst. Und dann haben wir es einfach in dem ganzen Chaos dann nicht gemacht. Also es war dann einfach so, manche Sachen waren drin, und dann haben wir aber gearbeitet und dann fanden wir andere, wir hatten ja auch wirklich nur 11 Tage pro Protagonist zum Drehen, auch wenn wir über längeren Zeitraum gedreht haben. Wir wollten ja auch mal, dass sie sich entwickeln, hatten wir eigentlich nur 11 Drehtage pro Strang mit denen, und dann waren die Prioritäten so, nee, wir wollen unbedingt das noch drehen, und dann fiel das andere einfach weg. Stella, das ist das Mädchen, das ein bisschen hippie-mäßig aussieht, die liest einmal aus so einem eingebundenen Buch irgendwie einen programmatischen Text über die freie Liebe vor. Was war das? Ist das ein Tagebuch oder? Das ist einer ihrer Lieblingsbücher, und das ist die beiden lesen sich aus diesem Buch bei diesem Ritual, dass sie machen, das haben sie mir so gesagt, dass sie das so machen, und dann haben sie mich gefragt, sollen wir es so machen, wie wir es immer machen? Da habe ich gesagt, klar. Ne? Und dann haben sie gesagt, ja, wir lesen uns eigentlich immer was vor. Und dann meinte ich, ja, super schön. Weißt du, welches Buch das ist? Ja, haben sie mir gesagt, die Liebe von so einem Herrn, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich hatte es auch ein bisschen verdreckt, weil ich immer Angst hatte mit den Rechten. Ne? Wir wollen das Großräume rumfahren. Ja, genau, deswegen habe ich immer gesagt, gut, dass das noch niemand gefragt hat, weil es hat mich bis jetzt noch niemand gefragt, aber ich habe es immer gedacht, oh Gott, von dem Herrn, wir lassen den umfahren. Das ja, genau. Weil das ist, glaube ich, so ein Paartherapeut oder so ein Typ, der über das Liebe geschrieben hat, und das ist deren Bibel von Stella und Nick und besonders von Stella, und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich habe ich gedacht, zum Warmen, ich wusste nicht, wie diese Szene wird, das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, lass dir das machen, und später habe ich ihnen dann gesagt, sprich doch nochmal über diesen Franzosen, über die Ängste mit der offenen Beziehung, und habe ich gedacht, das ist mit dem Lesen, wusste ich nicht, ob ich das reinnehme, aber es ist so zum Warmwerden der Figuren, habe ich gedacht, das ist eine gute Sache. Und dann war es aber so schön, dass ich das dann doch mit reingenommen habe. Wie sehr würdest du sagen, es ist auch ein Generationenfilm? Also so eine Generation, die irgendwie so sehr viel freier, auch konsumistischer und vielleicht unverbindlicher mit Liebe und Sex umgeht, als das bei anderen mindestens vorgeblich der Fall gewesen ist? Ja, ist auf jeden Fall so ein Generationsding. Und ich fand es halt irgendwie interessant, dass alle, vielleicht liegt es auch sehr an mir, aber durch diese Energie mit den Leuten, aber ich sehe es immer wieder, dass viele Menschen Probleme haben mit der Freiheit oder die Freiheit auch das lernen müssen mit der Freiheit, und viele denken einfach, die ist einfach da und dann ist das ganz einfach, ist aber nicht. Man muss sich entwickeln, man muss daran arbeiten, man muss mitwachsen, und Freiheit ist eine Verantwortung, und die muss man auch nehmen, und irgendwie da muss man was mitmachen. Das wird eigentlich geschenkt. Und das ist ähnlich wie mit der Demokratie oder mit anderen Dingen. Man muss sich einbringen einfach. Und das habe ich irgendwie gesehen, dass da viele mit Schwierigkeiten haben in dieser Generation. Mich eingeschlossen. Ne? Die Freiheit, ich finde es einfacher, ist es, irgendeiner Regel zu folgen und zu sagen, okay, Scheuklappen mache ich einfach so. Aber dann hat man halt keine Freiheit. Und ich finde Freiheit was Besonderes und was Schönes. Und dann muss man halt lernen, mit umzugehen. Also ich wünsche mir das für mich. Und ich wünsche es auch allen anderen, dass man die Freiheit halt lernt. Hast du eigentlich deinen Film auch mal, dass er auch so ein zeittypisches Moment unter so Gender-Standpunkten auch angeschaut? War das ein Thema oder ja nicht? So ein bisschen schon. Manchmal habe ich gedacht, ich bin ja Mann, das ist ein sehr männlicher Film oder männlicher Blick.
Aber ich habe auch immer versucht, das frei zu lassen, weil es mir ja nicht darum geht, ist es, ja, nicht so richtig darum geht, ist es männlich oder nicht, sondern ich wollte einfach gucken, was haben die für ein Dilemma. Wenn es natürlich für Männer ein hergestelltes Dilemma ist, dann ist es wichtig. Aber wenn es erstmal so ist, so eine innere Sache, die geschlechterneutral ist, dann ist es einfach so. Also so habe ich, bin ich einfach, ich bin versucht, auch frei damit daran zu gehen. Ne? Aber ich bin halt ein Mann. Ich wollte auch erst eine Kamerafrau haben, hat aber nicht geklappt. Und ich habe mich dann auch meine Intuition leiten lassen, dass ich einfach ein super gutes Gefühl mit Jannis Matsuch hatte als Kameramann. Und dann habe ich gedacht, okay, Pech gab's, ist halt keine Frau. Aber ich bin halt quasi verliebt in diese Person. Ich will mit dem halt arbeiten. Ne? Ich will einfach die Zeit verbringen. Und das ist halt wichtig. Man bringt so viel Zeit miteinander. Da muss man irgendwie gucken, dass das einfach gut ist. Weil es gibt da keinen Platz für Ego-Kämpfe. Dann wird das nichts. Du hast am Zürcher Filmfestival eine Masterklasse gegeben. Was würdest du von den Dreherfahrungen her als Tipp anderen Filmemachern und Filmemachern weitergeben? Ganz wichtig, Intuition ist wichtig, an die spüren, der auch vertrauen, mutig sein, offen sein, auch für neue Sachen, das Ego versuchen rauszulassen, sondern einfach nur, der Film ist das, was zählt und die Menschen ist das, was zählt. Und das fand ich wichtig. So ein Film, wie ich den gemacht habe, ist ganz wichtig, dass die Kommunikation, da muss man einfach lernen, ehrlich zu sein, zu sich selber, zu seinen Ängsten und das auch einfach kommunizieren. Und dass die Herangehensweise technisch, gibt es irgendwelche technischen Sachen, die du, mit was habt ihr gedreht? Mit der Ari, das war schon gut, würde ich wieder machen. Also wir haben ja kein Licht gebraucht. Wenn man der Kameramann damit einigermaßen gut umgehen kann und die kennt die Kamera, dann ist das schon sehr von Vorteil. Auch wenn man von hell ins Dunkle geht oder von Dunkel ins Helle und so. Und wir haben ein paar Tests gemacht, finde ich wichtig. Was ich auch wichtig finde, ist ja auch wieder Intuition. Wenn man ein Problem hat, direkt das ansprechen und niemanden einstellen und mit niemandem arbeiten, wo man eigentlich von Anfang an das Gefühl hat, nee, irgendwas ist da. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ich habe ein ungutes Gefühl. Drauf hören, es wird sich bewahrheiten meistens, dass es nicht von ungefähr kommt. Und dann lieber noch ein bisschen länger suchen und ein bisschen fleißiger sein und dann sagen, okay, da habe ich aber ein gutes Gefühl, dann das machen. Das ist, glaube ich, für mich wichtig gewesen. Und technisch, ich bin froh, dass ich kein Licht benutzt habe, das war Klotz. Und ich bin happy auch mit dem kleinen Team, das fand ich super. Schnitt, wie viel Material hast du gehabt? Viel. Weißt du, wie viel? Nee, habe ich verdrängt. Aber Unmengen. Ja, ich habe mir überlegt, so wie viel, wir haben 54 Drehtage, sagen wir mal so, für was dann jetzt benutzt worden ist. Und dann 4 Stunden vielleicht am Tag gedreht, wenn wir viel gedreht haben. Vielleicht auch ein bisschen weniger, weil man ja nicht dauernd durchdreht. Aber wenn man jetzt mal groß übertrieben schätzt, 54 mal 4 Stunden, dann weiß man, wie viel Material das ist. Und wie hast du, das Mikrofon? Ja, wie hast du das organisiert? Wie bist du an den Schnitt rangegangen? Der Schnitt war eine anstrengende Phase. Ich hatte gute Cutter. Ich hatte eine super Cutterin, die schon während des Films mitgeschnitten hatte. Die musste dann aber, hatte dann aber einen Nachfolgefilm, den sie schon zugesagt hatte. Dann hatte ich eine andere sehr gute Cutterin aus München, die in der FM da studiert hatte und das auch als ihre Abschlussarbeit genutzt hat. Mit der habe ich dann lange intensiv dran gearbeitet. Die ist aber schwanger geworden in der Zeit und hat ein Kind gekriegt und war dann auch draußen. Und dann hatte ich das große Glück, mit Leo Litzer zu schneiden, mit dem ich vorher schon kleinere Filme gemacht habe. Und dann haben wir uns eingeschlossen und haben das Ding dann endlich zu Ende gemacht. Und es war sehr intensiv, einfach jeden Tag viel schneiden, alles ausprobieren. Wir haben uns auch mit einem Produzenten immer getroffen und einem Berater, hatten eine riesen Pinnwand, weil man konnte so viele Sachen verschieben und ausprobieren, um zu gucken, wie ist denn die Energie, wie zieht man die Leute rein in den Film und wie kann man das verschneiden und dass es nicht verloren geht, dass man die Figuren wiedererkennt. Ah, da fällt mir noch was ein, was ich auch noch machen würde, wenn ich nochmal einen Film mache. Ganz wichtig ist, darauf zu achten,
dass die Figuren sich gut visuell unterscheiden. Also keine zwei blonden Frauen nehmen, zum Beispiel, wie ich das gemacht habe, wenn sie in einem Film auftauchen. Weil als Filmemacher erkennt man das sofort, aber als frischer Zuschauer hat man damit Schwierigkeiten und da geht einfach viel Energie verloren, die das nicht sein muss. Dann muss man wie Kurosawa, der hat das clever gemacht mit seinen Filmen, dass er den Figuren bestimmte Ticks gegeben hat oder Attribute oder bestimmte Klamotten, damit man die direkt erkennen kann von den anderen. Und das würde ich beim nächsten Film auch anwenden oder direkt von vornherein ganz visuell unterschiedliche Charaktere nehmen, wenn man nochmal so ein Kaleidoskop dreht. Wie haben eigentlich deine Protagonisten den Film gefunden? Sehr gut. Die den geguckt haben, es haben nicht alle den geguckt. Das ist ihr Ding. Ja, Sophie hat den nicht geguckt. Die anderen haben den geguckt. Manche waren vorher sehr angespannt und waren auch so ein bisschen sauer, weil ich lange im Schnitt war und die nicht wussten, was passiert. Die mussten mir vertrauen, haben sie erst, aber als es dann echt lang gedauert hat, ein Jahr mit dem Schnitt, dann wurden sie unangenehm und haben gedacht, ich mache da irgendeinen Scheiß und waren dann schon richtig auf Krawall gebürstet. Und als sie alle den Film gesehen haben und gesehen haben, dass ich eigentlich recht gut mit den Figuren umgegangen bin und liebevoll, und das auch ein schöner Film geworden ist, das konnten die auch spüren, auch anhand der anderen Geschichten. Ne, jeder hat auch die anderen Geschichten nicht seine eigenen bewertet, sondern auch die anderen Stränge, und dann waren sie sehr glücklich, dass sie dabei sind. Und alle haben, glaube ich, auch eine gute Entwicklung durch den Film gemacht. Hast du mit ihnen noch Kontakt? Ja. Was ist aus dem, ich meine, also es gibt den Mann mit Schnauze, der ist noch alleine. Der ist noch alleine, hat lange versucht, mit Amelie anzubänden, auch nach dem Film noch. Auch über ein anderes Projekt. Er hat ja da schon in dem Film schon versucht, da ranzukommen. Hat er noch ein nächstes Projekt gemacht. Hat leider nicht geklappt. Jetzt ist er, glaube ich, drüber hinweg. Und ja, so ist er vielleicht eher noch der Alte wie alle anderen. Dann Stella und Nick, die sind immer noch zusammen, haben ein Kind gekriegt, was auch sehr gut funktioniert. Und die sind sehr glücklich damit. Immer noch freie Liebe? Nein, also ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, wie das mit dem wegen dem Kind ist, aber die sind halt ein Freigeist. Ich glaube nicht, dass sie das so leicht aufgeben. Da steckt in ihnen drin, auch wenn man merkt, dass sie sich da auch ordentlich selbst verletzen. Vielleicht hat sich das ein bisschen verschiftet, aber was ich auch schön finde, dass sie so viel darum kämpfen und sich auch entwickeln wollen. Also da bin ich auch mal gespannt, was da noch so kommt und wie das sich noch entwickelt. Aber schön finde ich, dass sie ein Kind haben. Pina und Lenika. Das Lesbenpärchen. Ja, genau. Die haben sich ja kurz vor dem Film Karneval kennengelernt. Wir haben im Februar und im Mai haben wir gedreht. Und die sind ja für den Film zusammengezogen für uns. Und die sind jetzt zusammen in Wirklichkeit auch zusammengezogen. Sind immer noch ein paar, leben in Hamburg. Das freut mich auch sehr. Sophia lebt noch bei ihrer Mutter und mit ihren Schwestern, hat aber den Job aufgehört. Also bei Olala. Ja, macht sie nicht mehr, hat durch den Film gemerkt, dass das eine Grenzüberschreitung ist und dass sie das nicht gut tut. Und das war es eigentlich, ne? Genau. Ja, genau. Ich glaube schon, dass sie sich alle gut, dass das alles gut mit ihnen ist. Und dich hat der Film auch verändert? Ja, schon. Inwiefern? Mir ist nochmal viel mehr bewusst geworden, was es eigentlich bedeutet, eine Beziehung zu führen, und was man sich auch immer mehr hinterfragen muss, auch wenn ich meine, was zu wollen, ob sich dort zu sagen, ist das wirklich gut für mich, oder muss ich mir einfach eingestehen, dass es nicht gut für mich ist. Und das hat mich irgendwie gefestigter. Also ich hader nicht mehr so viel mit meinen Sachen. So, ich habe auch vorher immer mal gehadert. Ich bin so ein sowohl als auch Mensch, anstatt entweder oder. Und ich bin da, glaube ich, ein bisschen ruhiger geworden. Habe gedacht, okay, ich bin ganz glücklich, so wie es ist. Und ich kämpfe nicht mehr so gegen mich an. So, ja. Perfekt, das ist ein schönes Schlusswort. Gut. Vielen Dank. Sehr gerne.